Klaus Ernst, wie war jetzt der Termin heute mit dem Herrn Söder? Was habt ihr für ein Gefühl, wie geht es jetzt da raus? Wir gehen jetzt definitiv positiv raus, Ernst, gell? Ja. Also das war echt sehr positiv, sagen wir nicht positiv, sondern sehr positiv. Und wir kommen jetzt als erstes Mal an unsere Mitarbeiter, da wollen wir uns nochmal bedanken, mechern. Wir haben ein super Team, wir haben ein Pullman-Team und positiv gehen wir raus, damit wir wirklich vom Ministerpräsidenten und von den ganzen Ämtern diese Zustimmung kriegen. Und wie ich es heute eh schon geschrieben habe in der Früh, ja, wir sind überregional bekannt, wir haben alle miteinander, was macht aus Pullman. Und das war halt echt positiv, die Energie, was uns die gegenüber gebracht haben, damit wir jetzt bekräftigt werden, das schnell, so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Der Minister selber hat gefallen, dass wir die Energie auch bringen. Und dann sagt er, wenn wir mir so anreißen, dann müssen sie auch mithelfen. Und das Interesse überregional ist da. Und das wiederum freut uns und sagt, wie gut unsere Mitarbeiter gearbeitet haben. Weil nur die können das schaffen, dass wir so überregional bekannt sind und auch ein Interesse sind. Ich sage auch an die Gäste, die an diesen Wochenenden da waren, also an Respekt, dass sie genauso mitgespielt haben, dass sie einfach gehört haben und dass die alles so souverän gelöst haben. Wie gesagt, einer ein großes Danke an die Gäste, genau das stimmt, das geht aber immer wieder unter. Aber das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Die sind da mitten aus der Schlaf rausgerissen worden und haben dann den Anweisungen von unseren Mitarbeitern, die wo dann gesagt haben, aussehen, Leute, geht's da und da hier in keinen Sammelpunkt und das haben schön da, da hat es überhaupt gar nichts gegeben. Also auch da ganz großes Lob, dass das so schön funktioniert hat. Und wir haben es, die Mitarbeiter, die das Ganze geregelt haben und den Ablauf geregelt haben, von Anfang an zum Versuchen, den Feuer zu löschen, bis zur Meldung, bis uns mit Chefs da zu informieren, gleichzeitig parallel die Gäste aus dem Gefahrenbereich zu holen, mit Einsatz, sie haben mit der Schulter sämtliche Türen aufgeschlagen und. Das ist wirklich wichtig und sie haben ruhig geblieben und trotzdem haben sie alles souverän gelöst. Also da danke. An alle unsere Pullman-Fans, an alle unsere Gäste, die uns jahrelang schon die Treue halten. Wir möchten nur eins sagen, haltet es auch weiterhin, unterstützt uns. Wir arbeiten mal so schnell wie es geht, damit den Wiederaufbau starten. Unterstützt uns das ganze Jahr. Es wird parallel was laufen. Wir werden weiterhin die Shows machen. Wir werden weiterhin unsere Karl-May-Spiele machen. Aber das, was wir jetzt brauchen, das seid ihr, dass uns definitiv die Treue hält und einfach unterstützt. Und das allein, das hilft uns sehr, sehr stark.